Herzlich willkommen, liebe Boys and Girls und Ladies und Gentlemen, zu Papa erklärt. Heute widmen wir uns dem leidigen Thema nervige Anfragen bei Facebook und wie wir sie abschalten. Ist bestimmt jedem schon mal passiert, ihr geht nach Facebook und eure ganze Pinnwand ist wieder vollgeknallt mit Spielescheiße. Oder ihr bekommt ständig Anfragen von irgendwelchen Leuten, die euch dazu einladen, irgendwelche Spiele zu spielen. Ich zeige euch jetzt, wie man das abschaltet. Erst gehen wir hier oben auf das Zahnrädchen, dann wählen wir den Menüpunkt Kontoeinstellungen. So, und dann landen wir bei den allgemeinen Kontoeinstellungen und hier wählen wir den Punkt Blockieren. Nun haben wir mehrere Möglichkeiten. Das ist allerdings schon für die ganz harten Fälle. Hier können wir nun lesen: Sobald du jemanden blockierst, kann diese Person nicht mehr sehen, was du in deiner Chronik postest, dich nicht mehr markieren, dich nicht zu Veranstaltungen oder Gruppen einladen, keine Unterhaltung mit dir beginnen oder dich als Freund oder Freundin hinzufügen. Hinweis: Das gilt nicht für Anwendungen, Spiele oder Gruppen, denen ihr beide angehört. Gut. Das ist auch wirklich der Extremfall. Das ist wirklich, wenn ihr einen Stalker oder irgendwas habt, damit könnt ihr den komplett rauskicken. Ist jetzt nicht das, worauf ich eingehen will, weil es geht ja hier um die Anwendungen und Spiele. Das finden wir dann im nächsten Punkt, der da so schön heißt: Anwendungsanfragen blockieren. Dort heißt es: Sobald du Anwendungseinladungen von einer Person blockierst, werden zukünftige Anwendungsanfragen von dieser Person automatisch ignoriert. Um Einladungen von einem bestimmten Freund zu ignorieren, klicke unten in der neuen Anfrage auf Alle Einladungen von diesem deiner Freunde ignorieren. So, das könnt ihr einmal in eurer Timeline machen, wenn dort also gepostet wird: Einladungen zu Farmville, schlag mich tot. Dann könnt ihr dort einfach draufdrücken und sagen: Ich möchte keine Einladung mehr erhalten. Dann kommen auch keine mehr. Wenn ihr das vergessen habt, könnt ihr hier unten eintragen: Bei Einladungen blockieren von. Sucht ihr euch im Prinzip einen Kollegen aus, der ganz aggressiv ist, oder ihr macht das mit allen euren Freunden. Gut, wenn man jetzt 1000 hat, wird es etwas kompliziert. Wenn man sich aber die hartnäckigsten raussucht, kann man sich da eben die Freunde eben eintragen und dann werden auch diese Updates nicht mehr angezeigt. Dann haben wir den nächsten Punkt: Veranstaltungseinladungen blockieren. Dort heißt es, wenn du Veranstaltungseinladungen von jemandem blockierst, werden alle zukünftigen Veranstaltungseinladungen von deinem Freund automatisch ignoriert. Einladungen können Geburtstagsfeiern sein, können Parteitreffen sein, können Schlägerveranstaltungen sein, je nachdem, was oder wofür ihr euch da interessiert. Wenn ihr euren Freund dort eintragt, werden keine Einladungen mehr angezeigt. Aber Vorsicht, wenn ihr das abschaltet, bekommt ihr wirklich keine Einladungen mehr und verpasst vielleicht die beste Party eures Lebens. Jetzt kommen wir im nächsten Schritt zu Anwendungen blockieren. Das ist eigentlich das, was ich immer mache, weil damit lässt sich eine bestimmte Anwendung direkt komplett abschalten aus Facebook heraus. Und dort heißt es so schön: Sobald du eine Anwendung blockiert hast, kann sie dich nicht mehr kontaktieren oder nicht öffentliche Informationen über dich auf Facebook erhalten. So, wenn ihr dort den Namen der Anwendung eingibt, hier als Beispiel mal Candy Crush, gibt es gerade zu Tausenden, dann schaltet ihr diese komplette Anwendung für euch ab. Das heißt, ihr bekommt überhaupt keine Updates mehr von Candy Crush oder halt eurem Lieblings-Ärgerspiel. So, das war jetzt erstmal das, was man einzeln und ganz schnell machen kann. Allerdings gibt es noch eine Einstellung, die man auch noch vornehmen kann. Und zwar wählen wir dafür oben, links oben in eurer Leiste, den Menüpunkt Apps, das ist dieser bunte Würfel, dort einmal draufklicken. So, in den Anwendungseinstellungen der Apps sehen wir nun den Menüpunkt Apps, die du verwendest. Möchtest du Anwendungen, Plugins, Spiele und Webseiten auf Facebook und anderswo verwenden? Das ist der Universalschlüssel. Wenn ich dort draufgehe, auf diese Plattformaktivierung, so kann ich im Prinzip mit einem Klick
alles deaktivieren, was nicht zum Standard Facebook gehört. Das heißt, ihr deaktiviert sämtliche Spiele, sämtliche Anwendungen, sämtliche Kalender, sämtliche Geburtstags-Apps, alles, was ihr habt, und habt nur noch das plane Facebook. Für Leute, die halt wirklich nichts anderes damit machen. Deswegen hier bitte vorsichtig. Weil wenn ihr das deaktiviert, dann könnt ihr auch keine Inhalte mehr teilen. Oder wenn ihr irgendwo auf anderen Seiten wie Spotify sind, diese Sachen posten. Es ist dann wirklich komplett alles deaktiviert. Nur noch die Plattform Facebook und die Chronik funktioniert im Prinzip. Ja, und das war es auch dann soweit zum Thema Blockieren von Anwendungsanfragen, von Lästigkeiten. Wenn ihr einen Tipp habt oder noch andere Sachen wisst, schreibt es ruhig in die Comments rein. Ansonsten freue ich mich natürlich über Likes, meinetwegen auch Dislikes, wenn es euch nicht gefällt. Oder postet halt andere Ideen. Solange Facebook nichts an dieser Sache ändert, ist es erstmal so, dass man mit diesen Sachen, die ich hier beschrieben habe, schon mal immens Sachen sperren kann, die einem wirklich auf den Zeiger gehen. Also schaut es euch nochmal an und überlegt euch, ob ihr was abschalten könnt oder ob ihr Freunde rauskickt, die euch zu viel nerven oder ob ihr einfach mal rumprobiert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.